So und so und so und so und so. Und damit herzlich willkommen zurück zur Aufnahme am Dienstag. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wir sollten mal langsam wirklich jetzt mal mit der Hauptquest weitermachen. Ich habe mal nachgeguckt. Stufe 18, ne? Wir, Stufe 40, Hauptquest Stufe 18. Ich glaube, wir sollten mal langsam mal die Hauptquest machen. Aber vorher werden wir die verdorbene Zone machen. Wir werden das Panorama machen. Wir werden das Lagerfeuer mitnehmen. Und dann wandern wir langsam nach oben und haben hier nochmal zwei Sturmvögel, drei Sturmvogelgebiete. Ich könnte ausflippen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich würde am liebsten jetzt Das brauche schon. ich. Nee. Nee, nicht, das brauchen wir später. Ich will nämlich jetzt schon wieder ausmachen. Wer von uns hat nochmal gesagt, wir machen das jetzt, weil wir Lust haben? Nein, das wollte ich nicht. Okay, doch, das wollte ich machen. Oh, wie er doch noch hinter mir herkommt. Hier macht er schon Mädels. Nee. Nur weil du jetzt groß bist, ne? Ich meine, trotzdem fertig. Oh. Warum bist du denn jetzt schon tot, Siegezahn? Was soll denn das? Mein Kollege ist da oben, macht den ganzen Rest. Finde ich gut. Ciao. Hat keiner gesehen. Einigen muss darauf, dass es keiner gesehen hat. So. Verdorbene Zone. Die ist genau dahinter. Egal, wir gehen mal. Ich zeig jetzt schon, also ich. Schön mir dabei ist, dass ich einfach wirklich gerade vor der Kamera gerade so ein Handzeichen mache. So, wir gehen mal darum. Aber ihr könnt es ja gar nicht sehen, dass es sich da so simplifiziert, ne? Oh, ey, was sind denn hier die ganze Zeit für beschissene Viecher? Das ist ja anstrengend. Eine verdorbene Zone. Wo sind sie? Wow. Reden wir nicht drüber. Das Ding unten aber zerstören und dann geht die Parade einfach nicht los. Egal. Kleiner Bastard, das reicht mir. Ja.
Wenn ihr direkt kein Wegflieger ist, könnt ihr nicht einfach da bleiben, wo ihr wart? Mein gesamter schöner Vorrat, den ich gerade angesammelt habe, der ist wieder weg. Boah, nee, mein Freund. Ja, mein Freund, das, was du kannst, kann ich schon lange. Wow. Kleiner Bastard. Mädels, ihr wisst schon, dass ihr ganz schön anfällig seid für Feuer, ne? Ich bringe euch zum Kochen, wenn ich treffe. Stirb! Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Mädels, wer hat eigentlich gesagt, dass ihr jetzt abhauen dürft, ne? Schön, dass es immer verdorbene Viecher gibt, die eigentlich ja zu dumm zum Leben sind, weil sie eher abhauen. Danke. Burn, baby! Oops. Hätte ich eigentlich sagen, gesammelt oder ist jetzt runtergefallen? Oh, ich krieg kurz. Egal! Eine verdorbene Zone weniger und ein Rangaufstieg. Zack. Nächste Fähigkeit bitte. Unbedingt. Endlich mal wieder unsere... Ich schaff mir alles auf. Ach, heulen die rum. Endlich mal unsere... Fallen wieder aufsammeln. Das macht halt doch schon einiges aus. Katze, nein, es gibt jetzt nichts. Ach, bin doch irre. Was haben wir denn hier Schönes? Chocolate Box. Ihr letztes behutsames Gespräch bei Chocolate Box. War das der romantische Moment, von dem Sie Ihren Enkeln erzählen werden? Sie können dieses Protokoll jederzeit über ihr Chocolate Box Profil abstellen. Serafina, hey Lars, hey, wie läuft's? Serafina, ja gut, etwas langweilig. Lars, ja, Mittwochabend halt. Du bist echt süß, Lars. Danke. Du auch. Hey, willst du mit mir in meinem privaten Salon Salon chatten? Ich muss gerade umdenken von Salon, ein Saloon oder ein Salon, so in dem Sinne, trotzdem mit Doppel O. Egal. Oh. Du bist ein Honeybot? Was? Nein, Quatsch. Okay. Wenn du kein Honeybot bist, erzähl mir, welches das bewegendste Kunstwerk ist, was du je gesehen hast. Du bist echt witzig, Lars. Erzähl mir von deinem letzten Liebeskummer. Du bist echt witzig, Lars.
Du bist echt witzig, Lars. Erzähl mir von einem Ereignis, von dem deine Freunde begeistert waren, was du aber nicht so toll fandest. Hey, willst du mit mir in einem privaten Salon chatten? Verdammt. Du bist ja nicht mal ein guter Honeybot. Du nervst. Du bist echt witzig, Lars. Lars hat die Konversation beendet. Ah, ist doch geil. Ah, das ist doch richtig geil. Ah. Ach, ihr seid ja echt witzig, Chat. Ah, ich find's gut. Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich 2 Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Ich hörte was richtig Großes. Oh, das ist ein Läufer. Das ist ein Läufer. Oh, wie geil. Brauch noch ein Läuferherz. Hallo? Bewegst du dich mal, Vibe? Rollein! Hoho! Och Leute, ihr sollt mir Herzen droppen. Oh, da noch eine! Hi! Boah, ich bin enttäuscht. Na, pisst es jetzt auch noch. Ey, ich könnte ausflippen. Schade, ich hatte jetzt die Hoffnung gehabt, doch nochmal ein bisschen was zu bekommen. Ich habe noch so weiten Weg bis dahin. Naja. Dann wird es heute eine reine Gemetzel. Ruhe. Sagte er und trifft dich meinen Tutern. Oh, wir müssen unbedingt Rohstoffe sammeln. Meine Stiefel werden ganz nass. Oh nein, das ist ja ganz doof. Meine armen Stiefelchen. So, dann sammeln wir mal wieder ein bisschen Stöcker. Oh Gott, das erinnert mich daran, dass ich heute noch sammeln muss. Egal, ich brauche erstmal hier Stöcker. Langsam, langsam. Nee, nix langsam, langsam. Easy. Komm, Großer. Komm zu Papa. Hallo. Oh, da ist ja noch ein Fuchs. Nein. Das hält sich eine Weile. Das sagst du so einfach in einem jugendlichen Leichtsinn. Komm. Oh.
Bastard. Oh. Scheiß Plündererherz. Was soll ich mit einem Drecksplündererherz, Mann? Was laufen hier so viele Füchse rum? Ich kann es noch schaffen. Ta. Hoho. Da muss er ein bisschen früher aufstehen, mein Freund. Au revoir. Naja, vorher schafft Seele noch zu ertrinken, weil sie zu doof ist, ihm hochzugehen. Aloy, du machst mich jetzt nicht fertig. Oh, Aloy. Jetzt mal ganz ehrlich, Aloy. Was stimmt denn mit dir nicht? Hallo. Ihr kleinen Pisser. Was geht denn oben ab? Ich will noch weiterhelfen. Ich glaube, wir sollten noch mal helfen gehen, ne? Halt die Fresse, ich hab sie doch gerade, oder? Ey, das Vieh steht schon vor mir und ich treff's nicht. Halt die Fresse, Mann! Es sind nur scheiß Wächter. Naja, halt die Fresse. Gut, dass ich das gefunden habe. Hättest du einen Augenblick Zeit für mich? Ja, wenn du da runterkommst, ja. Dank deiner Hilfe bin ich noch am Leben. Bitte, ich möchte dir das hier geben. Geh mal aus dem Weg, Alter. Danke, dass du mich gerettet hast. Ergebensten Dank. Ja, was wolltest du? Hier laufen eindeutig zu viele. Frischer geht's nicht. Zu viele Füchse rum. Danke. Oh. Da. Ah. Hinterher! Ich brauche immer noch ein Läuferherz, ey. Ich könnte ausflippen. Da treffen wir endlich mal wieder die Viecher und dann kriegen wir nicht mal das, was wir haben wollen. Und das Spiel denkt sie wahrscheinlich, ist mir egal. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ist mir egal, jetzt habe ich mir verdammt eine scheiße Ohrwurm gegeben. Verdammt. Egal. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich trotzdem weiterentwickelt haben.
gerade sagen, das sind keine normalen Läufer. Die brauche ich also nicht. Bleib ruhig da, wo du bist. Ich bin nicht da. Nein. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Alter Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Wo muss ich denn hin von hier aus? Okay. Wir gehen mal so ein bisschen hangig hoch, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Ist schon eine schöne Gegend, muss man ja schon sagen. Ne? Hab grad nicht was. Aber hier sind mir zu viele Grauhabichte. Bin ich ganz ehrlich. Oh nö, die Grauhabichte, die können sich ruhig sehr gerne gut tun. Dann lassen die mich wenigstens in Ruhe. So viel zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist sowas von überbewertet, ey Leute. Das solltest du aber eigentlich auch wissen langsam, ne? Ich will nicht kämpfen. Ich muss gerade Ressourcen sammeln. Also viel Spaß euch. Tut das, was Asuka ja immer tun. Ein gutes Stück der Gesellschaft sein. Aber lasst mich in Ruhe. Und ja, was viele einfach nicht verstehen, ist tatsächlich, Asuka sind ziemlich wichtig. Für die Fauna. Der Aufräumtop der Natur sozusagen. Und sowas brauchen wir natürlich auch dann bei den Maschinen. Wir wollen die erst hier nicht unbedingt immer ständig ausrotten. Reicht ja schon, dass wir gefühlt so viel ausgerottet haben, dass wir einen Schrottplatz aufmachen könnten. Wir könnten die Hauptlieferanten der Außerraum werden. Hi. Ich darf schon mit mir reden, ihr seid ja Pisser. Ich sag mal. Das muss das Bandit-Lager sein, von dem Wilbund erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Ja, aber ohne überbrückt worden zu sein, so wie bei uns. Ist ja cool. Nur in diesem Hallen? Das ist ein Rätsel. Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Du hast keine Herzen für mich, ne? Nee. Oh, mir fehlt doch nur noch eine verfickte. Hätte auch was, aber nee, ich will den hier haben. Mir fehlt nur ein einziges scheiß Läuferherz. Ich könnte kotzen. Egal, verkaufen wir erstmal wieder. Oh, wir hätten ja richtig viel zu verkaufen, weil die hier will ich noch gerne aufbewahren. Ich weiß, dass wir trotzdem noch einen Käufer haben. Wie die Schamanen es tun. Ein Ort, wo Maschinen sind. Woher wissen wir, dass uns die Geister nicht auf eine Probe stellen?
Schamane. Versuchst du auch, die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Also, damit ich es einmal für mich verstehe, hat der da irgendwelche Implantate? Röhrchenartige Dinge, wo Flüssigkeit durchläuft? Ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Ich hab besser davon schon mit mir reden, ne? Sie zieht sich an wie eine Osseram, aber dafür ist sie viel zu dürr. Wow! Das ist ja schon fast eine Beleidigung. Ich würde ja die Banuk-Sachen anziehen, aber ich kann nicht. Ich könnte aber dies von den Nora kaufen. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Wer rastet, der rostet. Wir sollten wieder raus und die Herde verfolgen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Alles klar. Wie viele Scherben haben wir denn? 5000. Eigentlich haben wir die uns schon ziemlich hart zusammengespart, ne? Ich würde die halt eigentlich ungern so verscherbeln. Ein Ort, an dem die Maschinen friedfertig sind. Woher wissen wir, dass uns die Geister nicht auf eine Brücke? Ja, das wissen wir alle nicht. So, jetzt haben wir das halbe Lager geplündert. Bis trotzdem überlegen. Ja klar, wir brauchen halt noch ein Läuferherz und es kann halt doch Ewigkeiten dauern, bis wir das irgendwann haben. Sonst wäre das natürlich interessant, noch ein anderes sich zu holen. Aber das hätte was, aber bräuchten wir Wächterherzen, haben wir nicht. Wir könnten uns aber das holen. Da ich das wieso eher schleichen, ist das ja auch nicht mal so schlecht. Panzerwanderer jetzt, ne, haben wir nicht. Ach, Mann, egal. Wir werden uns darum kümmern. So. Zur rechten Zeit. Ich würde jetzt hier einfach Schluss machen, weil wir sind jetzt da. Ein Ort, an dem Maschinen und Menschen einträchtig nebeneinander leben. Was für ein Segen. Ich wollte gerade sagen, was für ein Segen. Linke Pfeile und scharfe Klingen. Das auch. Und das ist das Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Halt doch mal die Fresse. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Au revoir.